Hallo und herzlich willkommen zu meinem heutigen Review, und bei der App, die ich euch heute zeige, müsst ihr ein bisschen nachdenken. So, die App, die ich euch vorstelle, heißt Grow. Und wie ihr hier schon sehen könnt, ist Grow eigentlich eine Bezahl-App, aber die ist dank App des Tages jetzt gratis. Und wie ihr schon hier unten links an Grow sehen könnt, sieht der eigentlich ziemlich ähnlich aus wie Mein Nachbar Totoro. Das ist so ein japanischer Manga-Film, der eigentlich schon ein bisschen älter ist, aber dennoch Erfolg in Japan hatte. Aber kommen wir nun zu Grow. Wir fangen jetzt mal an. Es gibt verschiedene Levels, bis hin zu 120 Levels. Und ihr müsst euch von Feld zu Feld bewegen und ihr müsst eine bestimmte Reihenfolge von Feldern vernichten. Und dann könnt ihr eine Tür öffnen und der sucht eine Schatzkiste. Okay, das heißt, ihr müsst jetzt die Felder so vernichten in der Reihenfolge, wie die hier steht. Hier habt ihr ein Steuerkreuz, ihr geht dann auf das Feld hin, drückt hier drauf, ihr werdet grün. Das heißt, ihr seid kurz vor der Zerstörung des Feldes und wählt dann eine Richtung, in dem ihr von dem Feld springen wollt. Wir gehen jetzt mal in die Richtung. Das Feld ist jetzt kaputt. Wir suchen jetzt das nächste Feld. Das wäre zum Beispiel da. Dann müssen wir jetzt das Gelbe kaputt machen. Ups. Jetzt das Rote. Und danach sehen wir hier, dass sich das Schloss gelöst hat und wir können dorthin. So, jetzt kommen wir ins nächste Level, können das Level wiederholen oder eben ins Menü kommen. Und je nach Level werden die Aufgaben immer schwieriger und immer kniffliger. Und ihr müsst natürlich auch aufpassen, dass ihr nicht gleichzeitig euren Rückweg kaputt macht. Und deswegen müsst ihr mit Bedacht eure Wahl treffen. Je nachdem, wie schnell ihr das macht, bekommt ihr entweder eine goldene Münze, eine silberne Münze oder eben eine Bronzemünze. Und wenn ihr dann fertig seid, öffnet sich wieder das Schloss und es geht weiter. In späteren Levels werdet ihr auch Kisten öffnen müssen. Seht ihr hier schon mal an dem Symbol. Und ihr bekommt dann am Ende eure Medaille. So, das Spiel macht auf jeden Fall Spaß. Man muss ein bisschen nachdenken und man freut sich auch für den kleinen Kerlchen hier, wie er am Ende des Levels winkt. Und da ich auch ein Fan von Mangas bin und der mich wirklich an Mein Nachbar Totoro erinnert, finde ich das Spiel auch ganz cool. Und ich kann es nur jedem empfehlen, ist gerade gratis. Normally kostet das, glaube ich, 89 Cent, bin mir jetzt aber gerade nicht sicher. Wenn ihr euch dann das runterladen wollt, werdet ihr dann sehen, ob das was kostet oder nicht. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal.